Hallihallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Spaßkasten mit mir, dem Aerosol HD. Hi, freut mich natürlich wieder, dass ihr hier zu Minecraft Spaßkasten mal wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es natürlich etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich heute eigentlich nicht so den großen Plan, was wir machen können, außer etwas ganz Besonderes, was mir ein kleiner Kommentarschreiber oder vielleicht ein mittelgroßer oder ein großer Kommentarschreiber geschrieben hat, denn ich kann leider aus den Kommentaren nicht rausfiltern, ob jemand groß, klein, Mädchen, Junge etc. pp. Ist. Ihr versteht, was ich meine, denn die meisten Kommentare sind ja im Internet immer anonym und deswegen kann ich da halt eben nicht sehr viel machen. Und meistens heißen die Namen auch irgendwie so XX Mega Minecraft Crafter 13 oder sowas in der Art, ja. Ist natürlich ein sehr toller Name, wobei ich würde jetzt mal einfach sagen, wenn man jetzt den Namen, stellt euch mal vor, ich wäre kein YouTuber, ja, niemand würde mich kennen, ja. Und ich würde wahrscheinlich auch irgendwie so einen YouTube-Account haben und der würde Aerosol HD heißen, ja. Könnte man davon ausgehen, dass es auch ein Mädchen ist oder ist Aerosol HD ein kompletter Jungenname? Das überlege ich mir nämlich gerade. Ist das ein kompletter Jungenname Aerosol? Ich glaube sogar schon. Weil ich könnte mir irgendwie ein Mädchen mit dem Namen Aerosol irgendwie schlecht vorstellen, aber ihr könnt mir ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Oder wir machen das noch cooler und wir machen oben rechts in der Abstimmung Mädchen oder Junge, ja? Oder vielleicht beides, ja? Das gebe ich euch einfach mal als Antwortmöglichkeit und nebenbei werde ich euch erstmal nochmal was ganz Besonderes erzählen. Und zwar, wenn man nämlich unsere Elytra, die natürlich hier immer benutzt wird, um zu fliegen, weil immer wenn wir nämlich hier den hier machen und dann gehen wir hier kurz in unseren Elytra-Modus und dann fangen wir an, hier so zu fliegen, haben wir natürlich auch eine besondere Abnutzung am Start, denn dieses schnelle Fliegen sorgt natürlich auch dafür, dass die Elytra ein bisschen Schaden vonnimmt. So, und diesen Schaden kann man tatsächlich beheben und das wusste ich nämlich auch noch gar nicht. Und zwar hat mir nämlich ein Kommentarschreiber was ultra krankes geschrieben. Und zwar, wenn man nämlich eine Elytra nimmt und die ist schon ein bisschen kaputt und ich muss auch schon zugeben, ich habe noch nie eine Elytra kaputt geflogen, weil ich nämlich in den anderen Modpacks und was weiß ich noch nie so schnell fliegen konnte wie in Schwarzkasten, ne, habe ich noch nie gemerkt, dass man eine Elytra tatsächlich zusammen mit ein bisschen Leder hier reinpacken kann und dann bekommt man tatsächlich eine bessere Elytra. Wenn wir hier sogar noch ein Leder reinpacken, dann wird es nochmal besser und wenn wir noch ein Leder reinpacken, nochmal besser und wenn wir noch ein Leder reinpacken, sind wir tatsächlich auf Level 4, also wir müssen ja wahrscheinlich jetzt 4 Level bezahlen, ja, und bekommt tatsächlich eine vollwertige Elytra zurück, die jetzt komplett wieder fertig ist, sodass ihr natürlich hier wieder super tolle kleine Flugkunststücke hinhauen könnt, ja. Schaut euch das an, das ist ja immer hier super. Das heißt, wir können hier theoretischerweise eine Runde um den Wald fliegen. Hui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir so schnell gewesen, dass die Welt noch gar nicht geladen hat. Sturzflug nach Hause! Wuhu! Das hat jetzt super funktioniert. Und dadurch haben wir jetzt eine komplett ganze Elytra. So, das heißt, wir sind jetzt wieder ganz gut angekommen und was ich jetzt nochmal ausprobieren wollte, ist nämlich was ganz Besonderes. Und zwar haben wir nämlich hier unsere beiden Hundis. Der eine ist mit einem roten Dings, der andere ja auch. So, viele haben mir auch in die Kommentare geschrieben, Roman, warum nimmst du dir nicht einfach irgendwo so ein kleines Dings, also so ein Farbstoff oder sowas in der Art? Ich würde sogar einfach mal sagen, wir nehmen einfach den Farbstoff, den wir jetzt als nächstes finden. So, jetzt habe ich beide Sachen gefunden und zwar habe ich jetzt noch ein Lime Green gefunden und mit diesen zwei Farben können wir jetzt unsere Hunde noch besser ausstatten. Denn statt sie die ganze Zeit gleich aussehen zu lassen, können wir Sabaka 1 gerne mal grün färben und Sabaka 2 werden wir blau machen. So haben wir also einen kleinen grünen Hund, ja, und einen kleinen blauen Hund. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr Sabaka 1 oder Sabaka 2 cooler findet. Oder findet ihr beide gleich cool? Weil ich muss schon sagen, zwei Hunde zu haben in einem Projekt ist auch schon mega süß. Und die beiden sehen ja auch zusammen so ultra-mega-mäßig süß aus, sodass man sich da auch nur denken kann, oh Mann, sind die putzig. So, auf jeden Fall haben wir nämlich heute ein bisschen noch was zu tun. Und zwar haben wir ja zum Beispiel hier noch unseren kleinen Dingsabumster, den wir auch nie schon lange nicht mehr benutzt haben. Eigentlich sollten wir den schon länger mal wieder mal ein bisschen benutzen, weil damit kann man nämlich so cool abbauen. Und das Problem, was wir hier drin haben, ist natürlich auch unsere Farming-Maschine, weil, so wie es aussieht, hat die mich tatsächlich aufgehört, hier zu farmen. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum sie das denn macht, weil ich habe ja inzwischen herausgefunden, dass viele meiner Zuschauer ein bisschen technikbegeistert sind, ja, und checken, wie das hier funktioniert und die checken auch, wie solche Automaten hier funktionieren, aber da sehen wir zum Beispiel, der Typ hier ist gerade out of power, ja, das heißt, wir machen jetzt einfach mal Low Priority oder vielleicht könnte man das hier vielleicht runterschieben oder sowas in der Art. Aber anscheinend funktioniert das irgendwie nicht so richtig, weil guckt euch das mal an. Hier haben wir irgendwie so die ganze Zeit Power am Start, aber wenn wir den jetzt anschubsen, dürfte der eigentlich die ganze Zeit eigentlich Crops legen. Eigentlich müsste der ja die ganze Zeit Samen legen, aber irgendwie macht er das nicht. Vielleicht dreht er sich auch einfach nur in die falsche Richtung. Vielleicht sollten wir uns in diese Richtung hier drehen, aber das macht er auch nicht. Sag mal, haben wir den irgendwie kaputt gemacht oder sowas in der Art? Ich glaube, wenn ich den mit der Hand abbaue, dann ist der komplett kaputt, ne? Ne, da ist er wieder. Guck mal, ich würde sogar sagen, wir nehmen
den jetzt einfach mal. So. Wo ist denn der jetzt hingefallen? Haben wir den jetzt liegen lassen? Nee, guck mal, da ist er. So, und jetzt werden wir den einfach nochmal kurz hier hinsetzen. Ja, und wenn wir den da hingesetzt haben, werden wir den jetzt mal wieder mit Seeds und Crops mal wieder füttern. Ja, und jetzt funktioniert das wieder. Guck mal, jetzt kommt das Solarpanel hier wieder raus. Und zack, boom, bam, Merino. Eigentlich, ja, fängt er wieder an, seine Crops zu legen. Perfekt. Eigentlich wollte ich das auch genauso von dem haben, damit das hier eigentlich wieder automatisch funktioniert. Denn ich konnte ja eigentlich nie irgendwie wissen, warum der das immer gemacht hat. Weil gerade eben oben haben wir ja gesehen, das war oben die ganze Zeit so ein bisschen am Buggen. Und da stand irgendwie Power 122 dran. Dabei ist Power 4 und Power 2 so das Einzige, was der irgendwie benötigt. Vielleicht ist auch unser Vogel dran schuld. Aber ich würde sogar vielleicht sagen, lass doch einfach mal den Vogel nehmen und einfach mal hier in die Dusche packen. Ja, sodass die hier an der Dusche chillt. Vielleicht ist er hier irgendwie ein bisschen fröhlicher unterwegs. Guck mal, gerade eben hat er Herzen gegeben. Vielleicht fühlt er sich ja hier irgendwie wohler. Weil da drinnen würde ich mir denken, dass er mit dieser Maschine sich vielleicht streitet. Sag mal, Kleiner, streitest du dich da drinnen zufälligerweise mit der Maschine? Hat die dich geschlagen oder gestochen oder sowas in der Art? Oh, du willst also zu den Hunden, ja? Okay, dann chill halt eben bei den Hunden. Alles klar. Wir müssen ihm übrigens auch noch einen kleinen Namen geben. Falls ihr also einen Namen für den kleinen blauen Vogel hier habt, ja, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Den können wir dann auch irgendwie noch benennen. Ach ja, du kleiner Vogel, flieg da gerne mal. Guck mal, wie er sich freut bei den Hunden. Wie süß das aussieht. Wow, jetzt rennt er wieder weg. Okay, das ist unser kleiner Vogel. So, und jetzt Stichwort bezüglich diesem Minecart. Ich hatte eigentlich mal vor, in letzter Zeit mal wieder ein neues Minecart zu bauen. Ich dachte mir einfach mal so in den letzten paar Tagen, wow, wer ist denn da? Nein, eigentlich habe ich mir das eigentlich gar nicht gefragt, aber wer ist denn das? Hey, Richard M. Marble, Minenarbeiter. Sag mal, Richard M. Marble, was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja irgendwie so ganz schön... Alter, warum sieht der so komisch aus? Sag mal, ist hier irgendwas in der Höhle irgendwie widerfahren? Oder hast du dich einfach schon lange nicht mehr rasiert und deine Kleidung ist ein bisschen dreckig geworden? Irgendwie siehst du so aus, als ob du echt gut eine Dusche vertragen könntest. Ich meine, das jetzt nicht irgendwie beleidigend oder sowas in der Art, aber du stinkst ein bisschen, muss ich sagen. Und du bist irgendwie ein bisschen dreckig. Also ich kann dir theoretischerweise bei mir in der Wohnung, ja, die gerade eben aufgebaut wird, ja, wo aber tatsächlich schon leider vermietet ist, kann ich dir tatsächlich eine geile Dusche anbieten, aber naja, lassen wir das einfach mal. Was gibt's denn bei dir? Hallo Roman, kannst du mir bitte beim Zusammenbauen meiner Mining Turtle helfen? Oh, bei der Mining Turtle soll ich dir helfen, ne? Ich habe es satt die ganze Zeit zu meinen. Ich will Technologie. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, du willst also die Technologie vortreiben? Okay, warte mal, ich schmeiß dir mal kurz die Crops mal weg, ne? Und das Wheat kann ich vielleicht irgendwo anders reinpacken. Was haben wir denn da? Wow. Warte mal, ich packe hier mal kurz mal das ganze Weizen da rein, ja? Ein Schwert kann ich da übrigens auch reinpacken. Ich weiß, ich bin ein bisschen messy wieder unterwegs, aber was haben wir denn hier alles? Oh Gott. Dann lass mal kurz schauen. Ich weiß, ich bin ein kleiner messy, was das angeht, aber wir haben hier tatsächlich was zum Zusammenbauen an Dings, an so kleinen Sachen, die wir benutzen können, um uns ein Dings zu bauen, so eine kleine Mining Turtle. Cool. Das heißt, wir können also hier die ganzen Sachen reinlegen. Das heißt, wir haben also hier, was haben wir für eine Kapsel? Eine Capital Hole, ja, das heißt eine Capital Hole. Ganz schön nice, das Ding, okay. Das heißt, wir können da also auch die Capital Engine reinmachen. Okay, das heißt, wir haben also jetzt eine sehr starke Motorisierung oder sowas in der Art. Hier haben wir einen Galgadorian Drill, nicht Grill. Weil mit dem Grill hätte man irgendwie ein bisschen dingsen können und ein bisschen chillen können. Aber das packen wir jetzt, glaube ich, bei Toots rein. Okay, nice. Dann haben wir hier den Torch Placer. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Add-on oder sowas in der Art, würde ich mal denken. Nein, es ist ein Attachment. Okay, cool. Das heißt, hier haben wir also nochmal Internal Storage. Das heißt, wir machen in dem Ding drinne, machen wir also auch ein bisschen mehr Platz. Das da kommt bestimmt hier rein. Genau, dann der Railer, das ist bestimmt ein Attachment, genau. Und dann haben wir hier eine Top-Chest, das ist bestimmt auch ein Storage. Oh, die sieht aber ganz schön nice aus, schaut euch das mal an. Die sieht ja schon so richtig aus wie so eine Killermaschine. Und dann hier nochmal ein Divine-Schild. Ist das ein Add-on zufälligerweise? Ja, ist es sogar. Oh, krass, Alter, schaut euch mal dieses Add-on an. Was ist denn das für eine krasse Maschine hier? Ich würde mal sagen, wir drücken mal auf Assemble. Whoopa, super. Da haben wir es auch schon gecraftet. Ein Steve's Card Modular Card und es hat ganz schön viele Sachen integriert. Und so wie es aussieht, haben wir da sogar ein paar Dings noch mit drin, ein paar Rails mit drin. Das kann interessant werden. Ich habe das jetzt gerade eben hier übrigens gemacht. Guck mal, ich habe sie sogar in der Hand. Sieht das nicht cool aus, ha? Stellen wir die Mining Turtle bitte unten in meinen Mining-Schacht. Hey, klar, kann ich gerne machen. Sofort, gehen wir gleich mal hin. Weil ich war nämlich sowieso eine ganze Zeit lang nicht mehr in der Stadt, ja? Und da würde ich mal sagen, ich bin ins Wasser reingefallen. Oh Mann, vielleicht kann ich ja hier irgendwie besseren Schwung holen, weil ich brauche nämlich mit der Elytra, wenn ich fliegen möchte, brauche ich nämlich immer einen ordentlichen Schwung, sodass ich ein bisschen chillaxen, relaxen kann, ne? Und dann sind wir, glaube ich, ganz schön schnell in der Stadt. Mit dem Fliegen klappt das meistens immer sehr gut, ne? Und viele Leute mögen auch das Fliegen sehr. Ah, da kommt ein Auto! Hilfe! Kurz das Auto vorbeilassen, weil man läuft nämlich nicht auf der Straße. Ich weiß, viele Leute, es gibt sogar ein paar Leute, die sich in den Kommentaren tatsächlich jetzt aufgeregt haben, ja?
dass ich sogar in einer Folge aus Versehen über Rot gefahren bin. Ja, das haben mir manche geschrieben. Und manche haben mir geschrieben, oh Roman, du läufst die ganze Zeit auf der Straße herum. Sowas macht man doch nicht. Lauf doch auf dem Gehweg herum. Und deswegen werde ich mich ein bisschen daran halten. Das heißt, wir gehen jetzt hier an die Straßenkreuzung dran. Ja, wir sehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist ja rot. Das heißt, wir warten also tatsächlich, gucken nach links und rechts. Nach links dürfen wir gerade laufen, aber wir müssen tatsächlich zum Mining-Schacht. Ja, das heißt, wir müssen kurz warten. Da geht es jetzt, glaube ich, gleich rot. So, und dann dürfte es hier gleich grün werden. Ach ja, ein ordentlicher Bürger zu sein, ist das Allerschönste. Super. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier kurz den Mining-Schacht runter. Okay, cool. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, würde ich mal sagen. So tief ist er. Ah, wow. Okay, ich muss gerade eben sagen, dass wir ganz schön schnell diese Treppe runtergelaufen sind. Ein bisschen übernatürlich schnell, okay. Und jetzt nehmen wir uns erstmal ein leckeres Steak, gleich nachdem wir uns diese Beine hier gebrochen haben, als wir hier runtergefallen sind. Oh, yeah. Und dann können wir uns ganz gechillt jetzt erstmal hier eine Rail hinpacken. Da auch eine Rail hinpacken. Vielleicht sogar hier auch zwei Stück. So. Und dann packen wir mal diese Modular Cart da rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht nach der falschen Richtung aus. Kurz mal abbauen das Ding. Opa, lalala. So, das heißt hier die Richtung. Oh, das geht wieder in die falsche Richtung. Okay, so, jetzt haben wir es in die richtige Richtung gestopft, okay? Sag mal, wenn wir das jetzt theoretischerweise gegen so eine Steinwand pressen, passiert da irgendwas mit dem Bohrer? Wow, okay, der hat sich gerade eben wieder umgedreht. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich irgendwas reinpacken. Und zwar packen wir jetzt erstmal unsere Sachen rein, die wir dazu bekommen haben. Hier sind diese ganzen Sachen, die wir haben. Dann ist hier dieses Divine-Schild. Lass mal auf Activate Shield drücken. Mal gucken, was da passiert. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hat sie denn jetzt gemacht? Wow, what the fish? Warte mal, ich glaube, wir geben ihr mal eine Rail mit. Oh, in die andere Richtung, 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 in die andere Richtung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Disable Drill. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 genau, in die andere Richtung. Fahr dahin und jetzt activate. Nein, 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 deactivate. Und jetzt activate. So, genau, lass da, da musst du hingehen. Wow, schaut euch das mal an. Alter, das sieht ja mal mega nice aus. Okay, können wir hier dann noch das Schild aktivieren? Okay, nee, das funktioniert irgendwie nicht. Wir haben hier einen Torch-Placer, so wie es aussieht. Ich habe ja hier vier Torches dabei. Mal gucken, ob sie eine hinplatzieren. Oh, das tut sie tatsächlich. Schaut euch das mal an. Wow. Das heißt, sie meint jetzt tatsächlich hier durch, so viele Schienen sie auch hat. Ich bin mir nicht sicher, wo sie da landen würde, aber zum Glück sind wir in die unterste Etage gegangen. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie... Ah, bitte nicht in die Richtung. Ah, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die hat jetzt ganz schön viele Steine und sowas gecraftet. Okay, wir müssen da aufpassen. Weil wenn es nämlich in unsere Richtung bauen wird, ja, dann haben wir da ein riesiges Problem. Ja, das heißt, wenn wir dann nämlich immer in die falsche Richtung craften, dann kommt die irgendwann in unserer Stadt an und dann zerstört ihr uns unsere gesamte Stadt. Oh nein! Das heißt also, wir müssen jetzt vorsichtig damit sein und ich würde mal sagen, ich lese mir da wahrscheinlich nochmal kurz durch, wie das denn hier alles so funktioniert, weil irgendwie ist es irgendwie ein bisschen komplizierter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir doch lieber einfach mal im Briefkasten vorbei. Na, das war ja gerade eben mal eine Aktion mit dieser komischen Mining Turtle, aber ich glaube sogar, dass man diese Mining Turtle so benutzen muss, dass man ihr eine Kiste zur Verfügung stellt, weil der Grund, warum sie zurückgefahren ist, war wahrscheinlich, weil ihre Speicher oder sowas in der Art voll waren, ja? Und wenn die Speicher irgendwie voll sind, dann möchte sie wahrscheinlich zurückfahren und irgendwie abladen oder sowas in der Art. Das heißt also, wir brauchen irgendwie eine riesige Truhe, wo sie die ganze Zeit Steine hinpacken kann. Aber wo ich das machen kann und wie ich das machen kann, das müsst ihr mir wahrscheinlich nochmal in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir irgendwie noch nicht so sicher. Oder ich lese mich da selber rein. Keine Angst, ich kriege das bestimmt in der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Folge irgendwie schon hin. Also irgendwann schaffe ich das bestimmt schon mal. So, schauen wir doch einfach mal, was heute im Briefkasten so gelandet ist. So, hä? Wir brauchen noch eine was? Daddy Pool von 3 Stunden? Okay. Hallo Roman, wir brauchen noch was Besonderes, um Verfaller eins über die rüber zu hauen. Ach, stimmt, ja. Verfaller, eigentlich würdet ihr ja theoretischerweise demnächst zum Spaßkasten kommen, ja, zu unserer Stadt. Und da möchtet ihr ja irgendwie Deadpool oder sowas in der Art einen besuchen mit dem kleinen Sohn. Oh Gott, das wird ganz schön spannend. Da habe ich einen Kollegen namens Sensei. Er hat noch einen Hammer von mir, den du einfach nur noch abholen müsstest. Die Stadt, in der er wohnt, heißt Simba oder sowas in der Art. Frag Dorian, ob er diesen Ort fährt. Er bringt dich bestimmt hin und du besorgst den Hammer. Okay, das heißt also, wir müssen mal kurz zu Dorian gehen und irgendwie einen Hammer besorgen, damit wir Verfaller eins über die Rübe hauen können, wenn sie denn zu uns dann sozusagen in den Dings kommen, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Weil irgendwie wollte ja Verfaller vorbeikommen, weil sie nämlich diesen Sieg da feiern möchte von der Polizeistation, die wir gesprengt haben. Und jetzt müssen wir sie irgendwie abfangen und dann brauchen wir tatsächlich noch irgendwie ein Werkzeug, was wir dann benutzen können, um irgendwie Verfaller kaputt zu hauen, ja? Aber wie wir das hinbekommen können? Oh Gott, keine Ahnung. Versuchen wir erstmal dahin zu fliegen. So, wir fliegen jetzt einfach mal hier über die Straße. Da sind, glaube ich, Ampeln, egal, ob es da Ampeln gibt oder nicht. Wir landen jetzt einfach mal vorm Dorian. So, kurz dem Auto nochmal ausgewichen. So, das heißt, der gute alte Dorian ist natürlich auch am Stehen. Hallo, Dorian, schneller Taxifahrer. Kannst du mich zufälligerweise wohin fahren? Haha. Hallo, dankeschön, dass Sie sich für den schnellen Taxiservice entschieden.
entschieden haben. Wohin wollen sie fahren? Ich möchte nicht zum Disneyland, nicht nach Duluth. Ich möchte gerne nach Simba, die Stadt von Sensei. Wäre das möglich? Oh, alles klar. Vielen Dank. Setzen Sie sich doch schon einmal ins Auto. Die Fahrt beginnt gleich. Ach, Dorian, du kennst auch wirklich jeden Ort der Welt. Haha. So, dann würde ich mal sagen, los geht die Runde. Woo! Wow, wo sind wir jetzt hier gelandet? Alter, das ist ja eine richtige Wüste hier und das ist... Wow, seit wann gibt es hier denn so eine Stadt bei uns im Spaßkasten? Alter, das ist aber ganz schön krass. Ist es zufälligerweise eine Nachbarstadt oder so? Alter, ich war hier nämlich noch nie. Sind hier irgendwelche andere Menschen oder sowas in der Art, die ich noch nicht kenne? Was ist denn das hier? Oh, das sind alles Wasserbehälter. Cool, das Wasser da drin sieht mega nice aus. Das muss ich auch unbedingt mal machen. Oh, da hinten ist ein Bewohner vom Simsa-Dorf. Nicht vom Simba-Dorf. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es wahrscheinlich der Taxifahrer trotzdem verstanden hat, weil das sind nämlich Taxifahrer, die checken alles. Ein Enderman im Simsa-Dorf. Simsa-Dorf? Ja, tatsächlich bin ich ein richtiger Enderman im Simsa-Dorf. Ist das etwa irgendwie außergewöhnlich? Haha, weil ich bin nämlich einer der gefährlichsten und der super coolsten Endermans. So, oh, da hinten ein weiterer Bewohner. Guten Tag, Simsa-Bewohner. Hast du eine Aufenthaltserlaubnis? Ach so, nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nur als Besuch hergekommen. Ich mache auch keinen Ärger. Es tut mir leid, Freunde, ja. Ich meine das nicht ernst. Ich bin eigentlich nur kurz hergekommen, um zu eurem Chef zu kommen, um einen Hammer abzuholen. Ich bleibe hier auch nicht lange. Es tut mir leid. So, was haben wir denn hier so? Alles. Oh, da ist ein weiterer Bewohner, der schaut sich hier gerade eine Fackel an. Hallo, es sieht so aus, ich würde gerne kurz fragen, wissen Sie zufälligerweise, wo der Chef hier, Sensei, ist, hä? Hast du eine Aufenthaltsbedingung? Wow, du siehst komisch aus. Warum läufst du hier mit Waffen herum? Was, Waffen? Achso, meinst du etwa die Beamgun und den Advanced Leafblower und diese ganzen, achso, und meinst du meinen Supercharged Malachit Amethyst Katana, ja? Das tut mir leid, ich wollte ohne Waffen eigentlich kommen, aber mein Taxifahrer ist leider so früh gefahren, ja? Es tut mir wirklich leid, da hinten ist noch einer, mit dem wir vielleicht reden können. Hallo, Bewohner Simsa-Dorf, es tut mir leid, aber können Sie mir vielleicht sagen, wo hier vielleicht ein Chef oder sowas in der Art ist? warum läufst du hier mit Waffen herum? Es tut mir ja leid, es tut mir ja leid. Vielleicht kann uns ja ein anderer was besser beantworten. Hey, schöne Fackel, oder nicht? Ja, das finde ich nämlich auch. Sag mal, kannst du mir vielleicht sagen, wo der Chef hier irgendwo ist? Sie haben sich anscheinend verlaufen. Oh, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Leute hier sind irgendwie alle ein bisschen komisch drauf. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Irgendwie beleidigt uns hier ja fast jeder und jeder ist irgendwie schlecht gelaunt. Aber ich glaube mal, vielleicht ist der Chef, den wir suchen, ja vielleicht hier oben oder sowas in der Art. Könnte das vielleicht sein? Wow, ist das eine schöne Bibliothek hier. Wow. Oh, okay, cool. Das hier sieht irgendwie nach Chef aus, wenn wir hier so hochgehen. Da haben wir noch gar nichts, aber das ist ein Thron, okay. Das heißt, dort, wo vielleicht ein Thron ist, ist vielleicht auch irgendwie der Chef oder sowas in der Art. Vielleicht auf der anderen Seite. Hallo, ist hier jemand? Oh, Sensei. Hallo, Sensei. Ich bin ein Kumpel von Daddy Pool, ja. Das heißt, vielleicht kennst du den, ja. Hallo, weshalb sind Sie in unsere Stadt gekommen? Ich komme im Auftrag von Mr. Pool, also Daddy Pool. Den kennt man, der wohnt in der berühmten Stadt im Spaßkasten, ja. Ist eine ganz berühmte, tolle Stadt. Das ist ganz schön krass dort. Das geht richtig ab bei uns in der Stadt. Aha, Mr. Pool. Er sagte mir damals, dass er meinen Hammer brauchen würde. Jedoch habe ich einen Gefallen bei ihm frei. Wenn du mir meinen Gefallen erfüllst, werde ich dir den Hammer ausleihen. Okay, kein Problem. Lass es doch gerne machen. Oh, neue Quest, die Edelsteine. Bring mir bitte diese Gegenstände. Ich habe dir die Standorte dazu geschrieben. Los geht's. Das heißt, es gibt also hier irgendwelche Standorte, wo wir Edelsteine finden müssen. Lol, ich kenne doch diese Stadt hier gar nicht. Haben wir unsere Elytra? Ja. Zum Glück haben wir sie auch repariert, ja. Wir können uns ja vielleicht mal die Stadt ja im Allgemeinen... Aua, hey, meine Elytra hat gerade eben nicht funktioniert. Ich glaube, ich ziehe sie nochmal kurz aus und wieder an. So, vielleicht funktioniert sie ja später. Oder vielleicht funktioniert die hier überhaupt gar nicht, weil das nämlich eine fremde Stadt ist. Oh nein, wir können hier nicht mal rumfliegen. Das ist blöd. So, was haben wir denn für eine Quest bekommen? Quest, die Edelsteine. Supercharged Blutopas. Supercharged Blutopas. Supercharged Blutopas. Okay, was haben wir denn da? Sensei benötigt 3 Edelsteine, die in der Stadt verteilt sind. Ein Stein befindet sich im Wasser, ein Stein befindet sich im Garten, ein Stein befindet sich in der Futterstube. Bringe alle Steine zu Sensei. Okay, vielleicht haben wir ja irgendjemanden im Dorf oder in der Stadt, der uns irgendwie ein bisschen helfen kann. Hallo, ist hier zufälligerweise jemand? Oh, hallo, du Bewohner. Du siehst so aus, als ob du ein bisschen Ahnung hast. Arbeitest du hier wahrscheinlich in der Schmiede oder sowas in der Art? Sag mal, kannst du mir zufälligerweise sagen, wo hier eine Futterstube oder sowas in der Art ist? Die Futterstube ist das Gebäude neben uns mit dem roten Sandstein außen. Achso, meinst du das da? Oh, dankeschön. Oh mein Gott, endlich mal ein netter Bewohner hier. Alter, man darf nie die Hoffnung aufgeben, würde ich mal sagen. Ne? Das heißt, wir gehen hier einfach mal kurz hoch. Was ist denn das hier für eine Futterstube? Hier sind doch überall nur Ohrs und sowas in der Art. Wow, das sieht ganz schön cool aus hier. Guck mal, die haben hier auch überall Fackeln und alles platziert. Und das hier, sieht schon mehr nach Futterstube aus. Hier gibt es ein bisschen Heu, hier gibt es ein bisschen Melonen und ein paar Kürbisse. Cool. Und da haben wir auch schon, zack, den ersten Supercharged. Super, das heißt, wenn wir hier drauf gehen, oh, haben wir den ersten Blutopas. Super.
Das Allerlustigste daran ist einfach, weil hier steht Supercharged Malachit, aber hier in der Quest steht drin, dass wir dreimal denselben holen müssen. Das sieht aber ganz schön interessant aus. Egal, das wird schon irgendwie passen. Das heißt, wir schauen mal kurz weiter. Wo könnte sich vielleicht noch einer befinden? In der Quest stand tatsächlich drin, im Text stand drin, ein Stein befindet sich im Wasser und einer im Garten. Wo könnte hier theoretischerweise ein Garten sein und wo haben wir hier Wasser? Weil wir haben hier nämlich ganz viel mit Sandstone und sowas in der Art gebaut und wenn wir hier irgendwo Wasser sehen, Leute, dahinter drin ist einfach Eis, Alter, der hat wahrscheinlich eine gute Klimaanlage. Oh, und das sieht aus nach einem Garten. Ist hier zufälligerweise im Garten irgendwas versteckt? Ist das hier dieser Garten, für den wir suchen? Aber ich sehe keine Kiste. Wie kann das nur sein? Hier ist ein Trampelpfad, sieht super nice aus, okay. Da haben wir, oh, sieh mal einer an. Was ist denn das hier? Ist das etwa eine Kiste im Wasser? Haha, da ist ein weiterer Supercharged Stein. Super nice, das heißt, wir haben jetzt also zwei Supercharged Steine gefunden. Okay, das ist sehr, sehr nice, dass es so fix geht, so. Wow, schaut euch das mal an, wie cool das aufgeht. Das ist ja mal mega nice, voll die coole Animation. Habe ich bisher noch nie gesehen, weil normalerweise gehen die Dinge immer anders auf. Lol, okay, cool. Das heißt, der letzte, der uns fehlt, ist jetzt nochmal ein ganz besonderer. Und zwar stand nämlich drin, dass der sich irgendwo in einem Garten befindet. Der eine Garten, den wir da gerade eben hatten, der sah ja schon ganz in Ordnung aus. Sag mal, kannst du mir zufälligerweise sagen, wo hier ein Garten oder sowas in der Art ist? Hallo? Ja, hallo. Kannst du mir sagen, wo hier ein Garten oder sowas in der Art ist? So einen wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Sag mal, aber kannst du mir nicht sagen, wo hier irgendwo ein Garten oder sowas ist? Willkommen im Dorf. Alles klar, du scheinst ja irgendwie nicht der Hellste zu sein. Dankeschön. Oh Gott, das ist komisch. Sag mal, kannst du mir vielleicht sagen, wo hier ein Garten ist oder sowas in der Art? Das wäre ja ganz nett. Ein Enderman im Simserdorf? Ja, und ich suche hier einen Garten, okay? Hallo, ja, hallo, dir auch. Hallo, die Leute sind hier so komisch. Sag mal du, kannst du mir vielleicht sagen, wo hier ein Garten oder sowas in der Nähe ist? Hallo, ja, hallo, wie geht's dir? Willkommen im Dorf. Ja, dankeschön, Sie haben sich anscheinend verlaufen. Nein, ich bin schon richtig. Ich suche nur einen Garten. Ist denn hier keiner normal? Oh Gott, hey, das hier ist ein Garten, oder? Oh, das sieht nach einem schönen Garten sogar aus. Oho, ist hier zufälligerweise eine Kiste? Oh mein Gott, das ist ja genial. Das heißt, diese Kiste haben wir die ganze Zeit gesucht. Wow, und damit dürfen wir Quest completed haben. Super nice, cool. Mit dieser Quest können wir jetzt also wieder zurück zu dem Typen da gehen. Und ihr Bewohner, ich habe übrigens den Garten gefunden, okay? Wow, du siehst komisch aus. Nein, du siehst komisch aus. Hallo, was? Hör auf, hallo die ganze Zeit zu mir zu sagen. So einen wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich habe dich auch noch nie gesehen. So einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Hallo, hallo. Sie haben sich anscheinend verlaufen. Ja, ja, komm, ist egal. Ja, wir haben uns jetzt genug unterhalten. Ihr seid alle ganz schön komisch, habe ich schon gemerkt, ja. Das ist natürlich hier eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt gehen wir kurz hoch zu dem Chef da, weil irgendwie sind die Bewohner von dem seinem Dorf oder sowas irgendwie so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Ich möchte jetzt nicht sagen dumm, aber die scheinen wirklich ein bisschen dumm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar, was haben wir denn da? So, Sensei, was geht ab, Alter? Ich habe hier gerade deine wunderschönen drei Steine gefunden. Guten Tag, ich möchte gerne deinen Hammer haben. Dankeschön, viel Spaß mit dem Hammer. Komplett. Wow, wir haben sogar zwei Hammer bekommen. Sprich, wenn wir also F drücken, haben wir zwei Hammer in der Hand. Schaut euch das mal an. Alter, wir sehen aus wie so ein richtiger King-Kämpfer. Alter! Schaut euch das mal von der Dings, von dieser Perspektive hier an. Ich würde mal sagen, damit kann man bestimmt irgendwie Verfaller ein wenig überwältigen. Ich würde sogar sagen, theoretisch kann man, wappa, warte, machen wir mal kurz was anderes. Und zwar gehen wir mal kurz hier drauf bei Mo Bands und dann machen wir hier nochmal kurz die Player-Animates aus und dann haben wir hier unsere Hammer so in den Händen. Alter, sieht das starke Waffen. Schaut euch das mal an, wie man damit kämpfen kann. Alter, ist das krass. Okay, das sieht cool aus. Falls ihr die Hammer cool findet, sagt mir auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid. Und man sieht sich auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.